Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Oh, The Walking Dead. Pepper Pig Party, no for kids. Okay, kennt man. Walking Dead, Alter. Hab ich wirklich nur bis zur dritten Staffel oder bis fast Ende dritte Staffel geschaut. Und dann hatte ich keinen Bock mehr, weil es halt immer weniger um Zombies ging. Die wurden halt einfach so Nebensache so. Das kam einem vor, so, also, kam einem so vor, als ob. Naja, die Zombies sind halt einfach da, weil sie da sind, aber. Ich meine, wir können einfach chillig an dem vorbeigehen, die machen eh nichts. So als ob die total unwichtig sind. Ich gucke lieber vierte Walking Dead, das ist geil. Gut, da habe ich jetzt auch noch nicht weit geschaut. Ich habe jetzt erstmal wieder von vorne angefangen. Haha, hier Pflanzen gegen Zombies, Zombies, Mann. Läuft wie bei Walking Dead ab, einfach chillig rumlaufen. Ich muss auch sagen, bei Fear the Walking Dead finde ich den Anfang auch echt cooler. Wie es halt wirklich von Anfang an richtig chillig losgeht mit den Zombies. Der eine wird da krank und dann ist es eigentlich ein Zombie, der ist tot. Und dann geht es langsam richtig los mit den Ausbruch und alles. Ist viel geiler gemacht. Ach, da oben ist ein Übertitel. Okay. Boah. Oh, was ist denn da passiert, Alter? Oh, jetzt drehen sie durch! Jetzt drehen sie durch! Ich hab ja jetzt Wahl geschossen, Alter, okay. George, Mann, das geht viel zu schnell weg. Der Übertitel. Kann man also es eigentlich Untertitel nennen, wenn der oben steht? Es ist ja kein Untertitel, es ist ja nicht unten. Boah, der ist auch weggeflogen, was ist das für eine AK, Mann? Ja, er dreht sich und der Zombie fliegt schon weg. Junge, wo kam denn die Bombe her? Junge, er sitzt da einfach mit dem Messer und scheint Autoschrotten noch stabil in der Hand. Und wenigstens benutzen auch die Zombies einen Fußgängerüberweg. Wie Part 2? Das war's wohl schon? Was für eine kranke Scheiße war das denn? Okay, alles klar. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.